Es war einmal Schneewittchen und die sieben Lebensgemeinschaften. Jeder kennt auch diese Geschichte vom Schneewittchen, die quasi von ihrer leiblichen Mutter erträumt worden ist, die spinnend, also tatsächlich an einer Spindel sitzend, sich in den Finger gestochen hat und dann das rote Blut in den weißen Schnee gefallen ist und die Spindel oder der Fensterrahmen, je nachdem, war aus Ebenholz und hat das Schwarze, das Weiße und das Rote gesehen und hat Schneewittchen soll mein Kind heißen und sie soll genauso aussehen. Eine Haut so weiß wie Elfenbein, Elfenschnee und Haar so schwarz wie Ebenholz und Lippenrot wie Blut. Tatsächlich hat diese Mutter, diese Königin dann dieses Kind geboren. Leider ist die Mutter dann verstorben und es ist eine neue Mutter gekommen, eine Stiefmutter. Schon, eigentlich ist das sowas, das sie bei den Märchen durchzieht, so ein bisschen, oder? Die böse Mutter, die böse Stiefmutter. Bei Schneewittchen ist es dann so, dass eben diese Stiefmutter Schneewittchen loswerden möchte, weil es ein bisschen Antipathie einfach da ist. So. Ein Schneewittchen schöner ist. Ja, du reduzierst immer alles auf die Äußerlichkeiten. Das stimmt, okay. Also in dem Fall war es aber tatsächlich so, Schneewittchen ist halt einfach schön, eben wie beschrieben, und die Stiefmutter offenbar, nee, vielleicht haben da die Farben invertiert oder so. Möglich, ja. Stimmt mir schräg vor. Diese Stiefmutter sagt dann eben, die Stiefkönigin sagt dann, Jäger, nimm Schneewittchen, das ist ja noch ein relativ junges Kind, ein junges Mädchen, und bring es in den Wald und dort bring es um und bring mir ihr Herz als Beweis, dass du sie getötet hast. Und der Jäger sagt, ja, yes, natürlich, das ist meine Hauptaufgabe, Prinzessinnen in den Wald zu führen und dort auszuweiden. Macht es dann bis zu dem Punkt, wo sie im Wald sind, und dann das sieht aber das Schneewittchen und die ist halt so, sagen wir wieder mal schön, ja, aber halt auch lieblich und wahrscheinlich einfach auch Sympathieträgerin. Und dann sagt ich kann sie nicht umbringen. Und sagt, lauf davon und schau, dass du die sieben Lebensgemeinschaften findest oder was auch immer. Und er schießt dann ein Reh und nimmt das Herz vom Reh und bringt es zurück zur Königin. Ich merke, dass das Märchen unfassbar lange ist eigentlich. Weil jetzt geht es ja erst richtig los, weil die Königin, also die böse Stiefkönigin, fragt ja immer ihren Spiegel, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel sagt, ja, ihr seid die Schönste hier und niemand ist so schön wie ihr. Und irgendwann einmal sagt aber der Spiegel auf die Frage, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr. Und das juckt die Königin dort, wo sie sich nicht kratzen kann. Weil sie merkt, dass der Jäger sie betrogen hat, dass Schneewittchen noch lebt und diese Antipathie flammt wieder auf. Währenddessen ist die Schneewittchen aber bei den sieben Zwergen und lebt dort ein gutes, schönes Leben. Mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe im Märchen. Also die verstehen sich recht gut, je nachdem, welcher Märchen man heranzieht, sind die Zwerge unterschiedlich lustig. Und die Königin macht sie dann aber auf, Schneewittchen zu töten. Zuerst mit unterschiedlichen vergifteten Gegenständen. Wir bleiben beim Apfel. Der Apfel ist vergiftet und Schneewittchen denkt sie, das ist das so, wie hast du gesagt, Pausbäckchen rot oder so? Ja, auf der einen Seite weiß wie Schnee, auf der anderen Seite pausbäckig rot. Und da kann ich Schneewittchen natürlich nicht widerstehen und beißt in die vergiftete Seite des Apfels. Und verschluckt sie. Und fällt um und ist vermutet tot. Kommt in einen gläsernen Sarg, aufgebahrt von den Zwergen, die sie alle beweinen. Und in dem Moment kommt aber, wie es anders nicht sein kann, in unserem Stereotypen-Märchen der Prinz. Ja, Dinge, die im Märchenwald jeden Tag passieren, es kommt wo ein Prinz vorbei. Ledig. Ledig, immer. Und er trifft natürlich auch auf eine ledige Prinzessin. Die zwar tot ist, aber das ist nebensächlich. Interessanterweise. Und der kann sie quasi dann retten. Genau. Mit einem Kuss. Sie transportieren den Sarg ab und einer Owe und dadurch ist dieses. Aber dann hätte es eigentlich diese Rettung ist ja vom Prinzen eigentlich unabhängig. Ganz genau. Die Zwerge sind tollpatschig und retten aufgrund ihrer Tollpatschigkeit das Schneewittchen. Genau. Zufällig ist der Prinz da und die kommen dann zusammen. Der wird dann geheiratet zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Man kennt sie zwar, das ist notwendig. Zwei Minuten, aber gleich einmal heiraten. Das ist unser Märchen. Ganz genau. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch immer Äpfel. Genau. Und jetzt ist wieder die rechtliche Seite, die Frage. Der Jäger
muss oder soll das Schneewittchen in den Wald bringen und dort töten. Jetzt sind wir wieder beim Mord, aber es ist irgendwie spannend, weil ja die Königin sagt, Jäger, geh und bring das Schneewittchen im Wald um und bring mir das Herz. Das heißt also, wir sind irgendwo Paragraph 75, aber eigentlich sind wir woanders auch noch. Vor allem der Jäger tut es dann nicht, auf das können wir auch noch ein bisschen Licht werfen. Und ja, wie ist das jetzt? Grundsätzlich einmal die datenschutzrechtlichen Aspekte, dass der Spiegel da in Realzeit wie eine Drohne mehr oder weniger alles ausspionieren kann, die werden wir weglassen. Auch das würde das Video sprengen. Und dass die böse Stiefmutter wahrscheinlich das Schneewittchen an Kindesstatt nach dem Paragraph 191 ABGB fortfolgende angenommen hat, also eine Adoption ebenfalls. Der Jägersmann als der ausführende Mörder. Es ist ja so, dass die böse Königin ganz klar den Jägersmann dazu bestimmt hat, das Schneewittchen zu töten. Das bedeutet, der Jägersmann wäre der ausführende Mörder und die böse Königin wäre die bestimmende Mörderin und damit würden die beide ungefähr gleich viele Jahre bekommen. Fängt bei 10 Jahren an, bis zu 20 Jahren oder lebenslänglich in Österreich. Das heißt, die Bestimmungstäter ist genauso zu bestrafen wie der ausführende Täter. Der Bestimmungstäter, wenn nicht sogar noch härter, weil ja er der war, der den Plan gehabt hat. Der die Idee gehabt hat. Idee ist ausschlaggebend. Genau. Gut. Allerdings scheitert ja dieser Versuch, Gott sei Dank. Das bedeutet, die böse Königin wäre nur noch versuchter Bestimmungstäterschaft zum Mord zu verurteilen, Paragraph 12 in Verbindung mit Paragraph 15, in Verbindung mit Paragraph 75 Strafgesetzbuch, ein Satz, der sehr leicht von der Zunge geht. Jetzt sind wir im Paragraphenwald. Ganz genau. Wie schaut es beim Jägersmann aus? Der Jägersmann tritt ja von diesem Versuch des Tötens zurück, ist also beim Töten nicht strafbar, aber er sagt ja zum Schneewittchen, du pass auf, schau, dass du weiterkommst, wie es bei uns so heißt. Das bedeutet, er setzt sie im Prinzip im Wald aus und sagt, naja, schau, wie es jetzt, was jetzt ist. Ja. Ich töte dich nicht, aber also Nahrungsmittel bekommst du keine und Kleidung vielleicht auch nicht. In gewissen Versionen war es dann sogar Winter. Hier reden wir von den sogenannten Aussetzung nach § 82 Strafgesetzbuch, da der Jäger das Schneewittchen in eine hilflose Lage bringt und sie im Stich lässt. Da sich das Schneewittchen dann aber trotzdem selber helfen kann, könnte man hier noch argumentieren, ob es nur für Versuch ist oder nicht. Aber wir haben eine Aussetzung. Das heißt, der Jägersmann wäre nicht so hart zu bestrafen wie die böse Königin, aber trotzdem geht nicht straffrei aus. Das heißt also, die Königin wird bestraft als Bestimmungstäterin zum Mord. Genau. Und der Jäger als Aussetzer. Genau. Als Aussätziger. Aussätziger, okay. Genau. Möchtest du noch was dazu sagen, zu dem Teil? Nein, sondern... Zu den Zwergen, zu der Lebensgemeinschaft. Die sieben Lebensgemeinschaften, wie es der Kollege schon angeteasert hat. Das Schneewittchen kommt ja dann über die sieben Berge, ohne Nahrung, nur im Prinzessinnenkleid, was eine ziemlich gute Leistung ist, muss man sagen. Komplett. Kommt dann zu den Sie ist eine starke Frau. Definitiv. Das muss man auch mal so irgendwas sagen, in die Richtung zumindest. Zu den sieben Zwergen und wohnt dann bei diesen sieben Zwergen. Das ist eine sehr klassische Rollenbildaufteilung wieder, weil sie macht den Haushalt und die Zwerge gehen dabei ins Bergwerk und schürfen dort Reichtümer. Obwohl sie diese Reichtümer schürfen, haben sie aber nichts davon. Interessanterweise. Sie sind jetzt nicht reich oder so, sondern sie schürfen halt Edelsteine, aber sie sind jetzt nicht irgendwie auf Blinkblin, muss man dazu sagen. Jedenfalls ist dann die Frage, ob hier irgendwo eine Lebensgemeinschaft entstanden ist. Und es gibt ja nicht nur die eingetragene Partnerschaft, die Ehe, sondern es gibt auch die sogenannten nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften. Und da könnte man sich fragen, das könnte ja gewesen sein. Jetzt ist es also so, was bedeutet eine Lebensgemeinschaft? Das ist die Wirtschafts-, Wohn- und Geschlechtsgemeinschaft. Das bedeutet also, Körperlichkeiten auszutauschen, gemeinsam zu wohnen und gemeinsam sozusagen einen Haushalt zu führen. Ob jetzt das Schneewittchen mit einem oder mehreren der Zwerge da irgendwie körperlich wurde, sind die Quellen uneindeutig, glaube ich. So muss man es so sagen. Allerdings können wir sagen, es liegt eine Wohn- und eine Wirtschaftsgemeinschaft vor. Also könnte eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft vorliegen oder sogar sieben davon. Aber das Thema ist das, dass diese nicht-eheliche Lebensgemeinschaft sehr stark an der Ehe angelehnt wird und in der Judikatur auch gesagt wird, naja, es müssen eheähnliche, also romantische Gefühle da sein, also beidseitig, also nur wenn die Zwerge aufs Schneewittchen fliegen, reicht nicht. Das bedeutet, hier wird man unter Umständen scheitern, wo man sehr sicher daran scheitern wird, ist das, dass auch die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, wie die eingetragene Partnerschaft
und die Ehe in Österreich auf 2 Personen beschränkt ist. Das bedeutet, man wird hier an diesem formalen Kriterium der Anzahl einfach scheitern. Und deswegen gibt es hier eben gerade keine 7 Lebensgemeinschaften, aber auf jeden Fall 7 Zwerge. Das war ein schöner Schlusssatz für dieses Thema. Das stimmt. Und ich habe gesehen, du hast dir nur Gedanken gemacht zu einem letzten Thema beim Schneewittchen, nämlich den Glassarg im Walde. Der Glassarg im Walde, das ist etwas, was mir als Kind, wo ich die Märchen vorgelesen bekommen habe, habe ich das immer recht interessant gefunden, dass man einen durchsichtigen Sarg, da liegt sie drinnen, das Schneewittchen, schön, als würde sie nur schlafen. Und dann kommt der Prinz und er rettet es. Mittlerweile ist Jurist, denke ich mir irgendwie komisch. Also er reitet da vorbei, sieht da, wenn der offensichtlich tot ist und denkt, sie nehme ich mit, weil ich habe mich Hals über Kopf in sie verliebt. Das ist eine Beziehung mit einem ganz klaren Ablaufdatum, also schon hinterm Ablaufdatum, kann man eigentlich sagen. Ja? Das ist 50% Pickel. Also gibt schon immer 25% irgendwo. Aber der Prinz denkt sich, die Lebensgemeinschaften sind wertvoll. Ganz gestellt auf die Okay. Unsere Lebensgemeinschaften sind und auf jeden Fall, Prinz denkt sich, was nicht, stellen wir es irgendwo hin oder sowas, nehmen sie Kehrkastel, was halt Prinzen so haben. Ja? Und nimmt es mit. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was würde das bedeuten. Es gibt nämlich im Strafrecht auch die sogenannte Störung der Totenruhe. Das bedeutet, wenn ich einen Leichnam, und wir gehen davon aus, oder die gehen davon aus, dass das Schneewittchen tot ist, diesen Leichnam entweder beschädige, also ein Leichnam ist kein Mensch mehr, sondern wird als Sache gesehen, also beschädigen, nicht verletzen, oder wenn ich ihn aus der Grabestätte entferne. Da könnte also der Prinz ein Problem haben. Der erste Fall, gut, beschädigen tut das nicht. Ja, beim zweiten Fall muss man dazu sagen, die Zwerge haben es erlaubt, dass er den Sarg mitnimmt. Und ob der Wald jetzt eine bestattungsrechtlich richtige Bestattungsstätte ist, das wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Also wahrscheinlich ist das im Flächenwidmungsplan des Märchenwaldes auch nicht entsprechend als diese Fläche gewidmet. Das bedeutet, wird nicht nach § 190 Strafgesetzbuch da irgendwie strafbar. Und bevor es, ich sage es einmal allgemein, zu weiteren Störungen der Totenruhe kommt, wacht das Schneewittchen ja auf. Das heißt, wir können das beenden trotzdem mit, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Aber wenn sie bereits einmal gestorben sind, dann leben sie trotzdem noch heute. Für immer als Zombies bis heute. Das auch. Brains. And cookies. Demokratie. Das Recht, es geht vom Volke aus. Jede Stimme, jede Wahl erhält die Welt und treibt die Wolken aus, bis uns was Besseres einfällt.